Hallo und herzlich willkommen zum 213. Let's Play von Space Engineers. Und ja, letzte Folge haben wir hier ja den Bohrer ja komplett fertig geschweißt und wollten den eigentlich ausprobieren. Oder haben es auch, aber es hat irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Und offscreen habe ich gerade nochmal hier eine Schneise reingebohrt, kann ich mal eben zeigen. Hier. Und da hat es eigentlich wunderbar funktioniert. Warum es vorher nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Vielleicht geht das jetzt auch. Wenn nicht, wäre das sehr komisch. Ja, da bin ich einfach so rangeflogen. Guck mal, da unten hat er gerade schon was weggemacht. Hier, guck mal, funktioniert auch prima. Der zieht mich nach oben, links oder rechts. Wir können ja einfach durchfliegen. Also ich habe keine Ahnung, warum es nicht funktioniert hat. Jetzt haut er hier ab und zu mal ein bisschen in die Kante, aber das ist eigentlich ganz normal. So, mal gucken, ob wir hier einfach durchfliegen können. Ich will es mal einfach ausprobieren. So ganz gerade wird der Tunnel zwar dann nicht, aber ist denn ja auch nicht so schlimm. Hoppala. Okay, da haut er doch nochmal ab und zu eine Kante rein. Naja, fliege halt ein bisschen vorsichtiger, aber das eine Mal, das war ja letzte Folge extrem, wie er da verzogen hat, also verständlich ist es nicht, naja, ist halt auch noch nicht komplett fertig. Wie viel Sauerstoff haben wir noch? 0% im Tank, okay. Naja, aber 50% noch im Anzug, das sollte erstmal reichen. Mir fällt gerade noch ein, apropos Sauerstoff, auf den Militärfrachter haben wir noch keinen Sauerstofftank, den wollte ich da ja auch noch hinbauen. So, Gravitationsgenerator habe ich ja von Anfang an gesagt, den baue ich nachträglich noch ein. Weil mit den ganzen Baugerüsten da, da weiß ich noch nicht so ganz, wo ich den hinbauen möchte. Und ja. Hier bauen wir auf jeden Fall erstmal durch den Planeten durch. Bin mal gespannt, wann wir durch sind. In wie viel Folgen. Oder ob wir es in dieser Folge wenigstens noch schaffen. Was ich nicht glaube bei diesem Tempo. Einen halben Meter die Sekunde ungefähr. So, versuche ich mal ein bisschen gerade zu bohren. Verstehe nicht, warum der ab und zu hier so anhält, einfach so wamm, wamm, wamm. Ja. Jetzt geht's aber eigentlich doch schon relativ gut voran, wenn man sich hier mal den Tunnel anguckt, den wir hier schon gebohrt haben. Verdammt. Da bin ich ein bisschen schief geworden. Ein bisschen hier rüber, ein bisschen hoch. So sollte es jetzt eigentlich wieder gehen. Okay. Wie voll sind die Bohrer? Ach, da ist auf jeden Fall noch Platz drin. Silizium brauchen wir ein bisschen. Also so ein bisschen, was werde ich da denn wohl ausladen? Und ja. Wobei, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken. Erstmal fräsen wir uns hier durch den Berg. Aber im Nachhinein finde ich es gut, dass wir das hier gebaut haben. Also erst war ich ja ein bisschen skeptisch, ob wir das nur machen sollen. Guck mal, rechts da. Ha! Da ist Licht und wir sind durch. Geil. Guck mal hier, wir sind innerhalb von 5 Minuten durch den Berg durch. Das ist ja mal geil. Boah, mit den kleinen Bohrern hätten wir jetzt hier wieder 30 Stunden dran gesessen. Mal gucken, komme ich hier rückwärts wieder durch. Ich versuch's mal. So, Sauerstoff habe ich noch 33%, das hält auf jeden Fall noch. Uiuiui. Hier ist ein kleiner Tunnel. Wo geht's denn ganz raus? Ah.
Jetzt will ich hier einmal kurz durchgucken. Naja, müssen wir halt mit Rampen ein bisschen arbeiten, dass wir ein bisschen runterkommen. Mal gucken. Diese will ich nicht, dann nehme ich glaube ich lieber die hier. Wir wollen hier auch mit Fahrzeugen längs fahren können. Oh, da klingelt das Telefon. Interne Panzerung brauchen, okay. Davon sollten wir noch genügend auf Lager haben. Mal gucken. Interne Panzerung. Da. Ich wollte gerade schon wieder sagen, ah, der Tobi hat wieder was mitgenommen, aber hat er zum Glück nicht, zumindest nicht so viel. Okay. Und an der Seite kommt denn ja hier die Mauer hin. Ach verdammt, natürlich hier ist natürlich überhaupt keine Schwerkraft. Dann müssen wir hier nachher noch so mit den Stäbchen bohren, wobei. Ich bohre das gleich nochmal ein bisschen aus. Aber erstmal hier ein paar Sachen schon mal reinlegen, die ich noch dabei habe. So. Ja, ja, ich weiß, wir haben kaum noch Sauerstoff. Oh. Hoppala. Können wir einfach hier reinlegen. Ja, genau, die nimmt er sich da raus. So. Okay. Motoren und den ganzen Scheiß kann ich immer wieder reinlegen. So. Uran schmeiß ich auch nochmal schnell hier in die Raffinerie rein. Haben wir davon eigentlich noch irgendwas? Ach ja. Oh. Aber auch nicht mehr wirklich viel. Hier nochmal eben 15 Kilo ungefähr. Da muss ich demnächst mal wieder Uran sammeln. Uran, genau. So, aber davor, bevor ich den ganzen Kram mache, baue ich auf jeden Fall da drüben weiter. Also hier vorne. Kriegen wir die Baustelle hier wenigstens mal fertig. Ich glaube, ich schleife da unten auf dem Boden, aber das ist mir gerade mal egal. Ja, ich schleife da auf dem Boden, super. Oh Mann. Naja, egal. Dann bauen wir das halt gleich wieder neu hin. Waren ja zum Glück nur noch Baupläne. Mit ein paar mehr Teilen drin. So. Ich bin aber noch am Überlegen, ob ich hier wirklich diese Stahlwege hinmache. Wobei muss ich ja, um mit Fahrzeugen hindurchzufahren. Ja. Zumindest den Boden muss ich dann mit Stahl ausrüsten. Das mache ich dann auch gleich mal, nachdem ich alles freigebohrt habe. Das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Folge passieren. Und ich werde dieser Folge mal ein bisschen Überlänge geben, was sowieso immer der Fall ist. Aber damit sich ja keiner beschwert, weil die letzte Folge ist ja ein bisschen kürzer geworden. Aufgrund eines kleinen Fehlers. Naja. Aber ich muss einfach Space Engineers neu starten, die Welt neu laden. Und dann ging das ja auch wieder. Merkwürdigerweise. Naja. Die Hauptsache ist ja jetzt, dass es überhaupt funktioniert und das tut es ja. Und hier muss dann auf jeden Fall ein Gravitationsgenerator rein. Das heißt ja, wobei das heißt mittlerweile glaube ich auch schon. Schwerkraftgenerator gibt es jetzt hier leider nicht. Haben wir ja auch nicht auf dem Schiff verbaut. Ist ja auch ist ja eigentlich auch egal, wie es heißt. Du weißt ja, was ich meine. Hoffe ich.
Und gleich sind wir hiermit auch schon wieder durch. Oh, da werden wir nachher noch den Speisroboter umparken müssen. Aber naja, das macht ja nichts. Das geht ja schnell. Ja, und wir brauchen unbedingt Stahlplatten. Ja. Vorher hatten wir so viele, aber naja. Die 30.000, die der Tobi weggeschmissen hat, oh, die fehlen uns. Die bräuchten wir jetzt dringend. Naja. Wir wollen mal nicht so viel meckern. Okay. Da kommt der kleine Fützel, da vorne muss er auch noch weg. So. Wie viel haben wir jetzt eigentlich geschafft? Das möchte ich jetzt gerne mal angucken. Schön großer Gang. Und dann hier einmal schön durch. Aber finde ich schön, dass das so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Ein Glück musst du den Planierer hier nicht benutzen. Und dann hier vorne die Sachen einsammeln. Mal gucken, wie viel ist das? Oh, nur 20. Naja. Dafür, dass wir über 100, oder nee, genau 100 Herstellungskomponenten, nicht davon hatte ich glaube ich nur noch 40 dabei. Aber dafür, dass wir über 100, du weißt schon was dabei hatten, interne Panzer haben, genau. Eieiei, haben wir da echt wenig rausbekommen. 39 Tonnen Eisen, zack. Die Produktion, boah. Ja, mal wieder ein paar mehr machen. So. Montageanlage auch wieder auf 10.000 aufstocken. Wir brauchen ja leider diese ganzen Stahlplatten. Und jetzt überlege ich gerade, ob ich mal eben so einen, ja, Kampfflieger machen möchte. Um so ein Teil da zu klauen. Communication, Gedönster. Weißt du was, wir fliegen da jetzt einfach mal so als Person hin. Ich möchte das jetzt auch mal ausprobieren. Ich meine, der Tobi ist gestorben, ja, okay. Vielleicht haben wir ja mehr Glück. Sieben Kilometer weg und los geht's. Oh oh. Ich glaube, wir haben überhaupt kein Glück. Hihihi. Problem ist, ich weiß auch nicht, wo hier bei den Dingen die Geschütze sind. Vielleicht fliegen ja dahin, wo kein Geschütz ist. Und das Ding bewegt sich dann auch noch. Oh oh. Also gleich werden wir das erste Mal hier mal wieder sterben, ohne dass wir selber dran schuld sind. Das ist aber auch schon ziemlich lange her, wo wir hier mal gestorben sind. Okay, durch den Tobi. Der hat uns ja schon öfters mal getötet. In welche Richtung fliegt das Ding?
Haha, haben wir ein Glück. Wir fliegen aus der Richtung, wo die Geschütze nicht hinkommen. Ich nehme das zurück mit dem Glück. Ne, hier wollen wir nicht wieder spawnen. Wieder Einstieg. Wo sind wir? Na. Okay, wir hatten doch nicht so viel Glück. Schade. Und es nochmal versuchen, kommen. Einmal noch. Jetzt weiß ich ja, wo die Geschütze sind, was uns auch nicht viel weiterhilft. Okay, der hat nur hinten welche. Also müsste ich mal ein bisschen hier entfliegen. Ich hoffe zumindest nur, dass er da hinten zwei hat. Wir können auch mit dem kleinen Ding dahin fliegen und das von der Ferne abschießen. Allerdings haben wir keine Munition. Oh. Wenn wir das jetzt hinkriegen, hätte ich eine Idee für die nächste Folge. Wir fliegen dann mit unserer kleinen Artillerie da mal hin. Produzieren vorher ein bisschen Munition. Und zerballern einfach mal die Geschütze. Weil wir können ja weiter schießen als die. Hoffe ich. So, 2 Kilometer. Aus dieser Entfernung kann der auf jeden Fall uns noch nicht treffen. 600 Meter Reichweite hat das Ding, glaube ich. Gleich wieder sowas von tot. Super, die Geschütze sind genau an der Seite. Okay, nochmal versuche ich es nicht. Ja, ja, ist gut jetzt. Endlich aktualisieren, wieder Einstieg. So, dann würde ich sagen, sehen uns nächste Folge wieder und ja, vielleicht jagen wir das Ding dann mal hoch. Und naja, dann sehen wir uns da hoffentlich mal wieder und dann bis dann. Tschüss.